Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zum Thema Essen Camp. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man diese Schale für die Flasche 3D fräsen kann. Los geht's! Dann wechseln wir mal zu Essen Camp. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal die STL-Datei öffnen. Und dann habe ich hier schon die Schale. Die Datei werde ich natürlich hochladen, damit ihr sie auch fräsen könnt. So, hier könnt ihr jetzt noch was an der Länge, Breite und Höhe verändern. Das verändert sich alles proportional, also wenn man das größer macht oder kleiner macht, verändert sich das alles proportional. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Dann gibt es erstmal noch hier ein paar Möglichkeiten, dass man das Objekt noch drehen kann, nach links, rechts, wenn es auf der falschen Seite liegt oder so. Aber bei mir liegt es jetzt schon richtig. Und jetzt kann man entscheiden, ob man freie Bearbeitung hat, machen möchte, oder lieber Blockbearbeitung. Ich gehe jetzt erstmal auf Blockbearbeitung ein. Da öffnet sich dann dieses kleine Fenster hier. So, als erstes könnt ihr hier mal das Werkzeug auswählen für den ersten groben Schnitt. Das ist jetzt bei mir hier der Fräser 9,75 mit einer Zustellung von 75%. Und ein Aufmaß, das ist noch dieser Teil, der noch stehen bleibt, der dann der im nächsten Gang schön sauber weggefräst wird. Und zwar sind das 0,5 mm. Kann man auch höher oder größer machen. Kleiner. Und dann gibt es hier den Schlichtgang, also den nächsten Gang. Aber den mache ich nicht mit dem normalen Fräser, sondern mit einem Halbrundfräser mit 12 mm. Mit einer ganz kleinen Zustellung, damit wir eine schöne Kontur kriegen. Mit 15% oder noch weniger. Umso weniger Prozent, umso feiner wird das. Dann kann man hier den Spalt auswählen zwischen dem Werkstück und dem Rohmaterial. Ah ja, genau, sieht man hier, wie der blaue Rand sich vergrößert oder verkleinert. Hier geht es komischerweise nur auf 18 maximal, minimal. Hier kann man noch ein Tiefenlimit einstellen. Das begrenzt die maximale Frästiefe, brauche ich jetzt hier gerade nicht. Dann kann man hier entscheiden, ob man das Beizer bearbeiten möchte. Das erzeugt dann automatisch zwei CNC-Programme. Dann muss man sich halt einen Punkt heraussuchen, der auch da ist, wenn man auf der Rückseite dreht. Mache ich jetzt mal hier raus, weil ich habe ja nur die Oberseite, die ich fräsen möchte. Dann kann man hier die Rohmaterialbreite auswählen, das ist der graue Bereich. Wenn ich ihn jetzt mal ein bisschen kleiner mache, seht ihr, passt sich das sofort an. Wenn ich das jetzt auch hier kleiner mache, passt sich das an. Dann kann man noch die Höhe auswählen vom Rohmaterial, was ich jetzt aber auch nicht brauche. Dann kann man hier noch die Anbindungslänge machen. Da kann man jetzt einfach an den roten dran gehen, in die rote Linie, und einfach klicken. Dann erscheint so ein grüner Strich. Kann man jetzt einfach hier mal machen. Und jetzt müsste der sich eigentlich auch ändern, wenn wir es breiter machen oder schmäler. Und dann kann man die Anbindungsdicke wählen. Das sind jetzt hier 2 mm als Standard, 5 mm oder so. Und dann kann man hier noch die Berechnungspräzision machen. Umso kleiner der Wert, desto genauer wird es, aber dadurch braucht er auch eine viel Rechenleistung. Und dann könnt ihr hier noch die Fräsreihenfolge auswählen. Ich lasse es einfach so mit dem Häkchen drin. Und dann kann man schon auf Programmieren klicken. Dann fragt er, wo er das Programm speichern möchte. Das müsste, wenn er das irgendwo speichert, müsste sich dann automatisch, glaube ich, das CNC-Programm öffnen. Wenn es sich nicht öffnet, dann könnt ihr das zumachen und auf Ansicht CNC-Steuerung gehen und hier über CNC-Programm öffnen, das Programm öffnen. Aber ich öffne es jetzt nochmal, da ich das jetzt nicht mit Blockbearbeitung bearbeiten möchte, sondern mit der freien Bearbeitung. Weil bei der freien Bearbeitung habt ihr noch den Vorteil, wenn es nichts wirklich Komplexes ist, was ihr in der 3D fräsen möchtet, könnt ihr einfach Umrisse extrahieren klicken. Dann rechnet er jetzt ein bisschen. Und jetzt sehen wir, er hat die äußerste Linie. Das mittlere hat er nicht, weil das nicht durchgängig ist. Nur die Linien, die er out sehr einfach erkennt, die erkennt er, die Umrisse. So, bei der freien Bearbeitung habe ich wieder hier die Werkzeuge, so, die man hier auswählen kann. Und dann kann man hier sagen, ob man einen rechteckigen Arbeitsbereich haben möchte, Umriss als Arbeitsbereich,
individueller Arbeitsbereich oder man gar keinen Rand haben möchte, geht hier auch. Ja, geht. Ja, geht. Mit nur noch Rand. Sieht halt ein bisschen scheiße aus, deswegen stelle ich jetzt mal auf 10. Auf den 10er Rand. Das sollte sein. Dann kann man hier noch das Tiefenlimit wieder einstellen. Das nach unten verschieben. Und halt wieder die Berechnungspräzision. Und dann wieder die Bearbeitungsreihenfolge. Und dann kann man hier noch den Nullpunkt bestimmen. Ah ja, genau. Wenn man da draufklickt, dann sollte sich hier das öffnen. Dann kann man das den Nullpunkt hier irgendwo platzieren. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so. Dann kann man hier noch den neuen Arbeitsbereich markieren, wenn man hier individuell ausgewählt hat. Oder braucht man eine Zeichnung noch dafür. Und hier ist Umriss extrahieren. Wenn man dann so alles eingestellt hat, was man so möchte, dann klickt man wieder auf Programmieren. Dann fragt er, wo es gespeichert werden soll. Und dann, genau, wenn man OK klickt, hier, also hier öffnet sich jetzt nicht das CNC-Programm, sondern die 3D-Vorschau. Ja, die Vorschau. Und mit gedrückter linker Maustaste könnt ihr das Objekt bewegen und seht ihr, was dann rauskommt. Hier müsste ich jetzt noch ein Tiefenlimit einstellen, da mein Fräser nicht so lang ist. Das ist gut, dass ich das hier reingeschaut habe, weil hier sehe ich dann, dass der Fräser viel zu tief reingeht. Der muss gar nicht mal so tief. Hier kann er schon tief reingehen. Nicht hier außen. Dann gehe ich das jetzt mal fräsen.
Bilder von den fertigen Teilen und Projekten gibt es auf Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert noch meinen Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis dahin, ciao.